willkommen zu unserer etwas anderen Kreißsaalführung. Aufgrund der momentanen Situation ist es uns leider nicht möglich, Sie persönlich durch den Kreißsaal und über die Station zu führen. Mein Name ist Susanne Teuteberg und ich bin Hebamme. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Räumlichkeiten des Kreißsaales. Das ist unser CTG-Zimmer oder auch Wehenzimmer. Hier schreiben wir CTGs. Hier schreiben wir die Papiere, wenn Sie zur Vorstellung in die Sprechstunde unserer Oberärztin Lian kommen. Hier findet die Akupunktursprechstunde statt. Unser nächster Raum ist der Kreißsaal 2 oder auch der grüne Kreißsaal. So sieht ein Kreißsaal aus. Sie haben das Kreißbett, Sie haben das CTG-Gerät. CTG-Gerät ist wichtig. Wir schreiben die Herztöne unter der Geburt auf. Das ist Sicherheit für Sie, Sicherheit für Ihr Kind. Dann haben wir drüben die Wickelkommode mit der Wärmelampe. Hier werden die Mäuse gewogen, vermessen, kriegen ihre erste Untersuchung. Unser nächster Raum ist das Entspannungsbad. Hier können Sie ein kuscheliges, warmes Bad nehmen zum Entspannen, wenn die Wehentätigkeit angefangen hat. So, das ist unser Kreißsaal 1 oder auch der gelbe Kreißsaal. Sie sehen, wir jetzt baugleich zum Kreißsaal 2, nur dass er in gelb ist. Während Sie Ihre Wehentätigkeit veratmen, können Sie auch gerne die schöne Aussicht genießen. Die schöne Aussicht reicht natürlich nicht aus, um den Wehenschmerz zu verarbeiten. Wir haben mehrere Möglichkeiten der Schmerzbekämpfung unter der Geburt. Einmal die PDA. Dazu wird Ihnen aber der Professor Dr. Heine noch genaueres erzählen. Dann das Livopan, das ist Lachgas. Das kann man sehr, sehr gut einsetzen. Und natürlich auch Schmerzmittel, die man in den Popo spritzen kann. Wobei da die Wirkungsweise leider nicht so lange anhält, 2 Stunden. Und dann müsste das wiederholt werden. Liebe werdende Mütter und liebe werdende Väter, mein Name ist Professor Heine, ich bin der Chef der Anästhesie und ich möchte Ihnen in einem kurzen Vortrag etwas zur schmerzlosen Geburt erzählen. Die schmerzlose Geburt ist eine sogenannte Periduralanästhesie und sie soll Ihnen die Angst und die Verspannung und die Schmerzen während der Geburt nehmen. In diesem Teufelskreis gibt es verschiedene Möglichkeiten, um diese Symptomatik zu unterbrechen. Dazu gehört eben Bauchatmung, Spasmolytika, Entspannungstraining, Information, menschliche Zuwendung, um die Angst zu nehmen. Diese Dinge lernen Sie alle in der Geburtsvorbereitung. Und um die Schmerzen zu nehmen, gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten, Schmerzmedikamente zum Beispiel zu verabreichen. Auch Akupunktur ist eine Möglichkeit. Und die Maßnahme, die ich Ihnen jetzt erzählen möchte, ist die sogenannte Periduralanästhesie. Für die Periduralanästhesie muss bei Ihnen im Bereich der Wirbelkörper eine kleine lokale Betäubung angesetzt werden und durch diese lokale Betäubung kann dann mit einer speziellen Nadel zwischen den Knochenanteilen ein Plastikkatheter eingeführt werden, über den dann während der Geburt ein Lokalanästhetikum verabreicht wird. Dies führt dazu, dass Sie eine Taubheit spüren, ungefähr ab Bauchnabelhöhe bis runter in die Beine. Die Beine werden auch häufig taub, das ist auch völlig normal. Das Ziel ist eben, dass Sie keine Schmerzen haben, aber dennoch die Wehen merken und mithelfen können, um das Kind auszupressen. Also die Wirkung ist letztlich wie bei einem Zahnarzt, wenn Sie sozusagen eine zahnärztliche Betäubung bekommen. Sie haben eine Taubheit in dem Bereich des Bauches und der Gebärmutter. Sie merken die Schmerzen deutlich weniger nur noch und Sie können trotzdem mitpressen und mithelfen. Die Nebenwirkung der Periduralanästhesie ist die Taubheit in den Beinen, das hatte ich schon angesprochen, das ist normal, das ist also keine Nebenwirkung, sondern das ist eigentlich ein gewollter Effekt. Der kann auch mal einseitig auftreten, dafür gibt es dann Möglichkeiten, zum Beispiel um den Katheter rauszuziehen, kann auch die Wirkung auf beiden Seiten eintreten. Blutdruckabfall ist eine Möglichkeit, die besteht, dagegen kann man Medikamente geben und sie werden auch während der Zeit mit dem Blutdruckmessgerät und dem EKG überwacht. Kopfschmerzen können in seltenen Fällen auftreten. Auch das ist eine sehr seltene Komplikation, die auch adäquat aber behandelt werden kann. Schwere Komplikationen sind zum Glück bei der Periduralanästhesie sehr selten. Ganz wichtig ist, dass Sie bei dem Gespräch mit dem Anästhesisten zum Beispiel Blutungskomplikationen, die Sie schon mal erlitten haben oder Medikamente, die Sie zur Blutverdünnung einnehmen müssen, angeben. Das wären dann Gründe, warum man bei Ihnen eine Periduralanästhesie nicht durchführen kann. Ansonsten verlassen wir uns da völlig auf die Hebammen und die Geburtshelfer. Wenn die Kollegen der Meinung sind, dass es bei Ihnen sinnvoll ist, einen Periduralkatheter anzulegen, dann kommt der Anästhesist auch nachts um 3 und macht das nach entsprechender Aufklärung mit Ihnen. Da wäre es sehr gut, wenn Sie vorweg auch dieses Aufklärungsformular sich von den Hebammen bei der Besichtigung im Kreißsaal aushändigen lassen und sich bereits im Vorfeld über die Periduralanästhesie informieren. Dazu ist auch dieses Video gedacht und ich hoffe und wünsche Ihnen
eine erfolgreiche, schöne Geburt zusammen mit Ihrem Ehepartner und alles Gute. Vielen Dank. Was neu ist wieder bei uns, seitdem Corona ausgebrochen ist, dass wir seit Montag wieder ein Familienzimmer anbieten können. Wir bieten wieder die Akupunktursprechstunde an. Wobei, wenn Sie da Interesse haben an geburtshilflicher Akupunktur, dann sollten Sie sich bitte hier im Kreisheim melden und mit der Kollegin einen Termin vereinbaren. Die Akupunktursprechstunde, so wie früher, montags von 14:30 bis 15:30 Uhr, können wir leider nicht anbieten, weil dann zu viele Patienten auf einmal da wären und wir den Mindestabstand nicht einhalten können. Ganz oft wird gefragt, wenn ich in den Kreisheim gehe, muss ich da die Maske aufbehalten? Natürlich nicht. Als Frau, die entbindet, braucht man viel Luft und das kriegen Sie durch die Maske nicht wirklich. Deshalb dürfen Sie im Kreislauf die Maske ablassen, wobei Ihr Partner sie natürlich weiter tragen muss. Die Hebamme, die Sie weiter begleitet unter der Geburt, trägt Ihre Maske auch. Bei uns kann der Partner während der gesamten Zeit der Entbindung bei Ihnen am Bett bleiben. Sollte ein planmäßiger oder auch unplanmäßiger Kaiserschnitt stattfinden, besteht auch da die Möglichkeit, die werdende Mutter in den OP zu begleiten. Wenn Ihr Partner nicht mit in den Kreisheim möchte, können Sie sich natürlich gerne eine Person Ihres Vertrauens mit zur Entbindung nehmen. Ja, guten Tag, mein Name ist Ute Leon. Ich bin seit 24 Jahren hier an der Klinik. 18 Jahre davon als Oberärztin tätig und da besonders im Kreissaal. Meine Aufgaben liegen in der Pränataldiagnostik. Angefangen beim Pränatest über das sogenannte Ersttrimester-Screening. Dann mache ich so meistens um die 20. Woche herum einen feindiagnostischen Ultraschall. So 2675 Gramm. Das passt gut zur Schwangerschaftssache. Ist ein bisschen zarter, aber alles im Normbereich. Der Mutterkuchen ist an der Vorderwand. Auch im weiteren Verlauf Doppleruntersuchungen. In der Hauptsache, und das ist meine Hauptaufgabe hier, mache ich die Vorstellungen zur Geburt, sodass wir gewährleisten können, dass praktisch jede Patientin von mir als Fachärztin gesehen wird, beziehungsweise, auch wenn ich mal nicht da bin, ein anderer Facharzt diese Vorstellung zur Geburt und das dazugehörige Gespräch macht. Die Zuweisung in meine Sprechstunde erfolgt über die niedergelassenen Frauenärzte, die sie betreuen und die zum Beispiel vielleicht feststellen, ach, das Kind ist etwas kleiner, als es sein sollte, ist es gut versorgt oder aber auch das Kind liegt verkehrt rum und ist trotzdem eine normale Geburt möglich oder wäre es besser, einen Kaiserschnitt zu machen. Natürlich stehe ich für außergewöhnlichere Fragestellungen auch zur Verfügung und versuche immer möglichst zeitnah die Patienten einzubestellen. Kurz ein paar Infos zu unserem Ablauf. Wenn Sie vorhaben, bei uns zu entbinden, würden wir uns natürlich sehr freuen, würden Sie aber bitten, einen Termin zu vereinbaren zur Vorstellung. Die Vorstellungen erfolgen ab der 36. Schwangerschaftswoche. Sie haben die Möglichkeit, im Rahmen der Vorstellung nach Abläufen unter der Geburt zu fragen, Schmerzbekämpfung und alles rund ums Wochenbett. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie hier entbinden, dass Ihr Partner während der ganzen Zeit bei Ihnen bleibt. Also er wird nicht nur für die letzten 20 Minuten in den Kreißsaal gelassen, sondern solange wie die Geburt dauert, solange ist Ihr Partner bei Ihnen im Kreißsaal. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, bei einem geplanten Kaiserschnitt, dass Ihr Partner Sie in den OP begleitet. Hallo, ich bin Schwester Ulrike Steckern, bin Kinderkrankenschwester hier im Hause in den Asklepios-Harz-Kliniken. Wir befinden uns auf der Station 42 im Kinderzimmer, wo die Muttis stillen können, ganz in Ruhe und entspannt. Nebenan befindet sich ein Raum mit einem Wickeltisch, einer Badewanne, wo wir die Kinder vorbaden. Außerdem können wir dort die U2-Untersuchungen machen, die hier angeboten werden im Hause. Und die Kinder können hier überwacht werden, wenn nötig. Dies waren jetzt nur ein paar kleine Informationen über unser Kreißsaalgeschehen hier. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne
Schwangerschaft, genießen Sie es und ich freue mich, Sie hier eventuell wiederzusehen. Tschüss!